Hallo, herzlich willkommen wieder in meinem Wohnzimmer. Wir haben heute wieder eine Pilates, Rückenfit und so Entspannungsdehnungsrunde. Eine Stunde, 50 Minuten wird es circa dauern. Was brauchen wir? Eine Matte, ein Handtuch, bequeme Sportbekleidung und Wasser zum Trinken zwischendurch bei der Pause. Wichtig ist mir bei den Übungen, dass ihr schaut, dass wirklich der Bauch fest eingezogen bleibt, dass wir die Körperspannung gut halten. Wenn es zu anstrengend werden soll, dann könnt ihr gerne zwischendurch eine Pause machen, ist überhaupt kein Problem. Lockert euch kurz aus und dann einfach wieder einsteigen. Wir haben grundsätzlich bei Pilates eine Brust-Lungen-Atmung, das heißt, wir atmen ein und aus. Der Bauch bewegt sich dabei gar nicht, also tief ein und aus. Das ist ganz wichtig. So, wir beginnen heute auf der Matte. Wir kommen nach unten, schön langsam. Große Zehe an große Zehe, das ist ganz wichtig. Die Knie schauen nach außen. Der Oberkörper ist jetzt einmal gerade. Wir stehen aufrecht auf den Knien. Schultern zurück. Wir atmen ein und aus. Wir atmen wieder ein und aus. Einmal noch ein und aus. Beim nächsten Mal kommt der Oberkörper nach vor, die Finger senken sich ab und wir schieben uns nach hinten. Das Gesäß schiebt Richtung Ferse. Der Blick geht vorne zu unseren Fingern. Wir arbeiten jetzt die Finger ein Stückchen mehr nach vor. Wir kommen noch mehr in die Dehnung hinein. Der Blick geht weiterhin Richtung Matte und der Bauch ist weiterhin eingezogen. Noch einmal ein Stückchen mehr nach vor mit den Fingern. Der Kopf senkt noch nicht ab. Wir schauen nur Richtung Matte. Wir wandern Stück für Stück mit unseren Armen nach vor. Machen die Arme lang, ziehen uns nach unten. Noch ein Stückchen. Und je weiter wir nach unten kommen, desto eher kann man dann die Stirn ablegen. Zieht die Finger nach vor, schiebt das Gesäß nach hinten. Tief ein- und ausatmen. Immer noch ein Stückchen mehr die Finger nach vor schieben. Dehnung aufbauen. Tief ein- und ausatmen. Gesäß schiebt Richtung Ferse, Bauch ist eingezogen, Stirn ablegen. Jetzt schieben wir uns ein bisschen nach rechts und nach links mit dem Gefäß. Schiebt euch ein bisschen hin und her. Langsam. Nicht zu schnell, eine sanfte Bewegung. Und beim nächsten Mal in der Mitte Stopp. Wir schauen nach vor, kommen nach vor und kippen die Hüfte nach unten. Die Ellbögen sind fest am Körper. Zurück, wieder gerade nach hinten. Komm tief. Beim nächsten Mal schiebt die rund nach vor. Bauch ist eingezogen, kippt die Hüfte nach unten. Schön nach unten kippen und zieh dich gerade zurück. Wieder rund nach vor. Arme sind dabei immer schön gestreckt. Ellbogen ist fest am Körper. Und zurück. Schieb dich nach vor. Kipp die Hüfte nach unten. Dehnung aufbauen. Und zurück. Schön langsam. Beim nächsten Mal streck den rechten Arm nach vor. Und zieh ihn zu dir heran. Mach dich klein. Wir bleiben rechts. Schieb rechts nach vor, Hüfte kippt und zurück. Rechts nach vor, Hüfte kippt, zurück, mach dich klein. Und vor, Hüfte kippt. Nächsten Mal komm hoch, Rotation auf die Seite und zieh den Arm unten durch. Schulter kurz ablegen, durchschauen und wieder hochkommen auf die Seite. Wieder tief
Wir bleiben die ganze Zeit rechts. Und hoch, nach vorne ziehen und ablehnen. Zurücksetzen. Schieb dich nach vor, links und heranziehen. Links, nach vor, Hüfte kippt und heranziehen. Nach vor und heran. Nach vor und heran. Immer schön die Hüfte nach unten kippen lassen. Und heran. Beim nächsten Mal hoch, Rotation auf die Seite und tief kommen, Schulter kurz ablegen, wieder hoch, Rotation nach oben auf die Seite und tief nach unten. Und wieder hoch, Rotation und nach vor und zurück. Setz dich tief. Tief ein- und ausatmen. Wir ziehen uns nach vor. Ellbogen sind eng am Körper. Wir öffnen die Beine und schauen einmal rechts und einmal links. Immer abwechselnd. Einmal rechts, einmal links. Tief ein- und ausatmen, nicht vergessen. Und ein letztes Mal. Beine hinten zusammen und nach hinten schieben. Tief ein- und ausatmen. Wir ziehen uns nach vor. Beine öffnen sich. Ellbogen fest am Körper. Wir heben das rechte Bein und links aufs linke ab und schauen nach hinten. Hoch, zurück, wechseln. Links, zurück schauen. Und wechseln. Spannung aufbauen, Bauch ist fest eingezogen. Ein letztes Mal. Und zurück. Beim nächsten Mal hochkommen, nach vorne kippen, Zehen in die Matte, Knie aufstellen und ins verkehrte Fausch. Wir wandern mit den Beinen. Hier, hoch, tief, ziehen uns nach vorne, Stütz und kommen zurück und winkeln die Beine an, in die Hocke nach hinten schieben, wieder hoch ins verkehrte V, nach vorne schieben, zurück in die Hocke, tief ein- und ausatmen, wieder hoch. Und in den Stütz nach vor, zurück in die Hocke, hoch ins verkehrte V und nach vor, zurück in die Hocke. Jetzt wandern wir mit den Zehen nach vorne, runder Rücken bis zu den Fingern, bleiben unten, tief ein- und ausatmen, öffnen ein bisschen mehr hüftbreite Beine, umfass unseren Ellbogen und wippen hoch, tief, hoch, tief. Beine sind ganz leicht gebeugt, nicht ganz durchgestreckt. Jetzt wandern wir auf die rechte Seite, über die Mitte nach links. Hoch, tief, hoch, tief. Tief ein- und ausatmen. Blicke nach unten. Wir kommen in die Mitte zurück, ein Stückchen noch hoch, tief ein paar Mal. Dann lösen wir die Arme, lassen sie fallen. Atmen tief ein und aus. Öffnen noch ein Stückchen mehr die Beine. Mehr ist ein bisschen hüftbreit. Finger kommen auf die Matte. Wir beugen unsere Beine und setzen uns tief. Wir kommen hoch. Zehen schauen nach vor wie Scheinwerfer. Wir wandern mit den Fingern ein Stückchen nach vor. Und kippen das Gewicht nach vor. Wieder zurück. Zehen nach außen. Beine beugen. Das Gesäß kommt tief. Hoch. Strecken. Zehen nach vor. Fingerspitzen nach vorne. Gewicht nach vor. Ferse hebt sich hinten.
Schiebt das Gewicht nach vor zu euren Fingern. Langsam zurück. Finger zurück. Zehen nach außen. Gesäß tief setzen. Schön tief. Wieder hoch. Beine strecken. Zehen nach vor. Finger nach vor. Und tief kommen. Ferse dabei anheben. Gewicht nach vorne schieben. Zurück. Wieder beugen. Zehen nach außen, Gesäß tief schieben, nicht schummeln. Wieder hoch, Beine strecken, Zehen nach vor, Finger nach vor und tief kommen. Ferse hebt sich. Und zurück. Eine Runde machen wir noch. Wir setzen uns tief, nicht schummeln dabei. Schön tief das Gesäß schieben, das kann ruhig zwicken, soll auch zwicken. Ferse nach, also Zehen nach vor, Finger nach vor, Gewicht nach vorne. Ferse hebt sich. Und zurück. Wir bleiben noch unten. Die Finger kommen jetzt Richtung Schieben. Wir strecken jetzt die Beine schön aus. Tief ein- und ausatmen. Bauch ist fest eingezogen. Wir kommen in die sogenannte Tischposition. Schiebt eure Schulterblätter hinten schön zusammen. Der Blick geht Richtung Matte. Und wir schieben jetzt das Gewicht ein Stückchen nach vor. Richtung Zehen. Schiebt euch ein Stückchen nach vor. Und langsam Beine beugen und fallen lassen. Tief ein- und ausatmen. Wieder hochkommen. Beine strecken. Finger auf dem Schienbein. Schulterblätter hinten zusammen, Blick geht Richtung Matte und fallen lassen. Beine beugen, tief kommen, schaut unten durch und wieder hoch. Schulterblätter zusammenziehen, Bauch ist eingezogen, Blick geht Richtung Matte, Beine beugen und fallen lassen. Wieder hochkommen. Schulterblätter zusammen, Bauch einziehen, Spannung nicht verlieren und beugen die Beine und fallen. Die Finger kommen jetzt Richtung Matte, Füße ein bisschen mehr zusammen, hüftbreit, Zehen schauen nach vor, Schultern kippen nach unten, Arme sind lang, Blick geht nach unten, Kopf ist schwer. Beine sind gebeugt und wir kommen langsam Wirbel für Wirbel hoch. Wir atmen ein und atmen aus. Wir atmen ein und atmen aus. Ein und aus. Ein und aus. Bei der nächsten Runde stellen wir uns hüftbreit hin, lockern uns kurz aus, Schultern auslockern. Ich hoffe, es geht euch gut. So. Wir ziehen die Arme nach oben, Beine sind gestreckt, Finger zusammen und wir ziehen uns nach hinten zusammen und kommen auf die rechte Seite mit einer Rotation. Beide Arme schieben wir weg. Die Finger ziehen wir heran, wie bei den Zehen. Diese Flexposition. Schöne Spannung aufbauen. Und wir kommen wieder zurück. Und andere Seite. Schön. Die Beine beugen. Zurück. Und Rotation auf die andere Seite. Zurück. Und andere Seite. Zieht euch auseinander. Und hoch. Und beim Hochkommen schieben wir, erstrecken wir die Beine und schieben uns nach oben. Wir machen uns lang. Rotation. Und tief. Und tief. Beine beugen, Arme strecken. Hoch und tief. Hoch. Und tief. Streckt euch. Die Arme strecken. Und tief. Hoch. Und tief. Beim nächsten Mal. Arme hoch. Und fallen lassen. Hoch.
Rotation, Arm von hinten nach vor und 5. Hoch, Rotation, Arm von hinten nach vor und 5. Hoch, schiebt euch auseinander. Hoch und 5. Hoch, auseinander, nach vor strecken, fallen lassen. Hoch. Rotation, Beine beugen, nach vor, strecken, fallen lassen. Hoch, Rotation, nach vor, strecken und fallen lassen. Jede Seite noch einmal. Fallen lassen. Ein letztes Mal. Hoch und fallen. Arme hängen lassen, lasst es ein bisschen hin und her baumeln, beugt eure Beine, Schultern kippen nach vor, Bauch ist eingezogen, ganz locker mal die Arme hängen lassen, Blick geht nach unten zu unseren Zehen, ganz locker, dann kommen wir hoch, Schultern zurück, ich muss zum Friseur, wir kreisen. Einmal rechts, einmal links, einmal rechts, einmal links. Schön nach hinten ziehen. Und dann rechts nach vorne. Genau. Und wieder zurück. Öffne die Arme und zieh nach vorne. Öffne. Schulterblätter zusammen und jetzt auseinanderziehen. Und öffne. Und auseinander. Öffne. Und auseinander. Öffne. Und auseinander. Ein letztes Mal öffnen. Und abziehen. Schultern kreisen. Aufstellen, tief ein- und ausatmen, Schulter nach oben ziehen, ich ziehe mich zu den Ohren, schön tief. Jetzt heben wir den rechten Arm, strecken ihn neben den Ohren, der ist genau neben den Ohren, zieht nicht nach vor und nicht nach hinten, dass wir uns so aufdrehen, sondern bleibt schön gerade. Der andere Arm zieht neben unserem Bein nach unten. Lasst es auch. Finger schön beim Bein. Jetzt ziehen wir auf die Seite und der rechte Arm bewegt sich nicht. Wir ziehen uns nur auf die Seite. Der bleibt hier. Schön hier. Und wieder. Und tief. Wir schauen nach unten, wenn wir nur tief gehen. Schönen Arm strecken. Der bewegt sich nicht. Körper zieht auf die Seite. Wir schauen, dass die Bauchmuskeln fest angespannt sind. Wir sollten auf dieser Seite eine Dehnung spüren. Tief ein- und ausatmen. Die Gesichtsmuskeln entspannen sich. Ein und aus. Beim nächsten Mal
eben jetzt den linken Arm, der bleibt schön neben den Ohren, wie es beim rechten vorhin war. Den anderen Arm ziehen wir neben den Beinen nach unten, strecken ihn aus und jetzt schieben uns auf die Seite und der linke Arm bleibt stabil. Und spannen unseren Bauch an, unsere seitlichen Bauchmuskeln trainieren wir und tief streckt den oberen Arm schön aus und wir ziehen den unteren Arm fest nach unten und tief. Schön seitlich ziehen. Der obere Arm bewegt sich nicht, der Bauch ist fest eingezogen, tief ein- und ausatmen und beim nächsten Mal nehmen wir den Arm mit, ziehen nach unten und kommen wieder hoch, streck dich und tief beugen, vorne vorbei, hoch. Wir kommen tief, Schultern nach vorne, Beine sind leicht gebeugt, kommen tief und langsam wieder hoch. Wirbel für Wirbel, Bauch ist eingezogen. Einatmen und ausatmen, Schultern nach vorne, tief kommen und einmal noch hoch und tief, Schultern nach vor. Und wir bleiben unten. Wir heben einmal die rechte Ferse und einmal links. Einmal rechts, einmal links. Einmal rechts, einmal links. Hoch und tief. Schön, einmal rechts, einmal links, einmal rechts, einmal links. Oberkörper ist tief und wir stützen uns mit den Fingerspitzen ab. Eine Runde noch, in der Mitte stopp, beide Fersen absenken, langsam hochkommen. Wir ziehen uns nach oben, heben die Ferse an und halten. Arme senken wir ab und jetzt schieben wir die Finger hinten vorbei. Wir drehen ein bisschen auf, dass die Handfläche nach vorne schaut, Schultern ziehen nach hinten zurück, Beine sind gestreckt, Ferse ist oben. Tief ein- und ausatmen, schiebt euch nach unten, fest nach unten schieben, Arme strecken, Fingerspitzen spreizen, Ferse ist oben, Beine sind fest. Spannung, Gesäß ist fest angespannt, zückt zusammen. Tief ein- und ausatmen. Und wir senken ab, langsam. Einatmen, ausatmen, anheben die Ferse. Zieht die Schulterblätter hinten zusammen, fest, Spannung, Bauch ist eingezogen. Nicht die Spannung verlieren, Oberkörper ist gerade. Gesäß ist angespannt. Tief ein- und ausatmen. Wieder absenken, einatmen. Ein letztes Mal. Und tief die Arme ziehen, die Ferse geht nach oben, die Beine sind gestreckt. Wir spannen an, Gesäß fest anspannen. Tief ein- und ausatmen. Noch 4, 3, 2, 1 und 8.
Einatmen und ausatmen. Einatmen und ausatmen. Schultern nach vorne. Tief ziehen. Jetzt beugen wir das rechte Bein und senken das Knie ab. Dann nehmen wir das linke dazu und kommen auf die Matte. Wir setzen uns einmal zurück. Tief einatmen und aus. Tief ein und aus. Die Finger kommen vorne, stämmig seitlich zu den Knien. Wir machen einen runden Rücken, hochkommen und tief setzen. Hoch und tief. Hoch und tief. Ein letztes Mal hoch und tief. Ich komme wieder zu euch nach vor. Jetzt öffnen wir schulterbreite Finger, spreizen die Finger auf. Die Beine sind hüftbreit geöffnet. Entweder stellst die Zehen in die Matte oder legst es ab auf den Rist. Wir heben einmal das rechte Bein an, schieben es nach hinten. Bleiben hier, atmen tief ein und aus. Das hintere Bein ist gestreckt, wir kippen jetzt nicht auf die Seite. Das ist eine andere Übung. Wir bleiben, die Hüfte, der Hüftknochen schaut direkt auf die Matte. Ja? Wir verlieren die Spannung nicht, der Bauch ist eingezogen, der Rücken ist gerade. Wir heben das Bein und senken es. Eine kleine Bewegung, hoch, tief. Blick geht schräg nach vor, Arme sind gestreckt. Tief ein- und ausatmen. Nicht die Spannung verlieren, die Bauchspannung nicht verlieren. Das Bein ist hinten gestreckt, nicht abgewinkelt, sondern schön strecken. Tief ein- und ausatmen. Genießt die Bewegung, schön langsam. Noch 5, 4, 3, 2 und ein letztes Mal. Wir halten hier kurz, kommen mit den Armen tief, mit den Fingern tief, haben das Bein noch immer oben, halten und dann setzen wir das Bein hinten ab und schieben uns nach hinten, tief. Zieht euch nach hinten. Tief ausatmen, wir kommen nach vor, heben das Bein an, halten und senken es ab. Setzen uns kurz zurück. Zieht das Gesäß Richtung Ferse. Wir kommen hoch, stützen uns wieder auf den Fingern ab, tief ein- und ausatmen. Schulterbreit, die Finger abgestellt, hüftbreit, die Knie aufgestellt und jetzt das andere Bein, das linke. Zieht die Zehen zu euch heran, damit wir schon eine Flexposition zusammenbringen, dass das Bein wirklich schön gestreckt ist. Die Hüfte, der Hüftknochen schaut wieder Richtung Matte, wir drehen uns nicht nach außen. Schön hier bleiben und wir ziehen hoch, tief. Hoch, tief. Tief ein- und ausatmen, Bauchspannung nicht verlieren. Rücken ist gerade, Gesäß ist angespannt. Schön das Bein strecken, das ist ganz wichtig. Wir ziehen. Eine kleine Bewegung hoch, tief. Hoch, tief. Tief ein- und ausatmen, nicht vergessen. Gesichtsmuskeln entspannen. Lächeln. Genießen. Noch 5, 4, 3, 2, ein letztes Mal. Wir senken wieder ab, schieben das Bein nach unten, nach hinten, die Ferse zieht nach hinten und legen uns ab.
schiebt die Ferse schön nach hinten. Das Bein ist gestreckt. Wir kommen wieder nach vor. Heben das Bein an, bleiben hier kurz. Schön strecken das Bein, nicht die Spannung verlieren. Bauchspannung ist immer noch aufrecht. Und dann senken wir das Bein ab. Nach hinten setzen. Wir kommen rund hoch. Setzen uns auf, tief einatmen und aus. Tief ein und aus. So, jetzt noch eine letzte Runde Bauchübungen. Die brauchen wir unbedingt. So, ich drehe mich ein bisschen seitlich, damit ihr mich besser sehen könnt. So, gut. Wir kommen auf die Matte. Wichtig ist hier, dass die Beine schön fest aufgestellt sind, also die Füße fest aufgestellt sind, die Zehen sind in der Matte. Wir richten uns einmal auf, halten uns hier an den Beinen fest, Schultern zurück, also legen die Finger auf, gerader Blick und jetzt gehen wir nach unten, nach hinten, ziehen einmal die Schulterblätter auseinander, kommen wieder gerade hoch. Blick ist gerade, Brustkorb hebt sich schön und und hoch. Schön gerade sitzen. Keine Buckel machen. Und tief. Und hoch. Beim nächsten Mal wandern wir langsam nach unten. Tief, tief rund nach unten gehen. Langsam. Und ablegen. Beine sind aufgestellt. Schulterbreit. Schön die Zehen in die Matte. Die Arme ziehen nach oben. Und wir kommen ein Stückchen hoch und tief. Wir legen den Kopf jetzt nicht mehr ab. Hoch und tief. Hoch und tief. Bauch ist fest eingezogen. Hoch und tief. Schön hochziehen und tief. Hoch, Schulterblätter sind von der Matte und tief. Hoch und tief. Hoch und tief. Ein letztes Mal hoch und tief. Beim nächsten Mal hoch. Wir ziehen das Bein heran, stellen es ab. Tief. Hoch. Bein heranziehen, abstellen. Der Kopf bewegt sich immer noch nicht Richtung Matte, sondern er bleibt oben. Wir legen den Kopf nicht ab. Immer in Abwechslung. Einmal das rechte Bein, einmal das linke Bein. Anwinkeln, heranziehen. Und wir bleiben oben, heranziehen und ablegen. Tief. Heranziehen, ablegen. Und einmal noch, jede Seite. Und ein letztes Mal. Und ablegen. Arme strecken sich nach hinten, Beine strecken sich nach vorne aus. Zieht sich einmal kurz in die Länge. So, und stellen wir die Beine mal auf. Jetzt kommen die Finger und das Gesäß. Wir geben den Zeigefinger und den Daumen so unter dem Gesäß zusammen. Ja? Legen wir das Gesäß ab. Wir strecken die Beine nach oben. Schön ausstrecken. Also jetzt können wir es noch beugen ein bisschen. So, aber schön eng zusammen die Beine. Schön eng. Und jetzt senken wir einmal das rechte Bein ab und hoch. Und dann das linke beim Hoch. Tief gehen, strecken wir das Bein aus. Das obere Bein ist noch immer angewinkelt. Und tief und hoch. Und tief und hoch. Und tief und hoch. Und tief und hoch. Bauch ist eingezogen. Spannung nicht verlieren. Schön das ausgestreckte, tiefgehende Bein. Spannen, schön ausstrecken. Tief.
und tief. Und hoch. Und tief. Letztes Mal tief und hoch. Wir kreisen. Schön spannen. Jetzt streckt man die Beine schön aus. Wir kreisen oben. Wir zeichnen einen Kreis Richtung Decke. Bauch ist eingezogen. Jetzt Richtungswechsel. Tief ein- und ausatmen. Blick geht Richtung Decke. Schulter sind beide auf der Matte. Noch 4, 3, 2, 1. Wir beugen die Beine und stellen sie ab. Arme lösen, kurz auslockern, bisschen mit dem Gesäß hin und her wackeln. Tief ein- und ausatmen. Wir strecken die Arme nach hinten, strecken beide Beine aus. Und jetzt ziehen wir einmal das rechte Bein heran, holen es heran, kurz halten, wieder abnehmen und links. Heranziehen, abnehmen, heran und abnehmen, heran und abnehmen, heranziehen und abnehmen, ziehen fest heran und abnehmen. Beine sind schön gestreckt. Spannung nicht verlieren. Strecken. Und strecken. Bauch ist eingezogen. Und noch einmal. Und oben halten. Wir ziehen uns nach oben. Zieht euch nach oben. Und lösen. Eine Runde noch. Zieht euch nach oben. Beide Beine sind so weit wie möglich gestreckt. Und tief. Einmal noch, jede Seite. Zieht euch nach oben. Und Bauch ist eingezogen dabei. Fest. Beine strecken. Zieht euch nach oben. Und atmen. Locker. Kurz auslockern. Tief ein- und ausatmen. Gesäß wackelt hin und her. Spannung abgeben. Arme sind seitlich. Verlängerung der Schulter abgelegt. Blick geht Richtung Matte. Wir stellen mal die Beine auf. Geben sie eng zusammen und lassen sie auf die rechte Seite fallen. Knie an Knie, auch wenn wir es auf die rechte Seite fallen lassen. Und der Blick geht auf zur linken Schulter. Tief ein- und ausatmen. Schön die Knie eng zusammenlassen, nicht auseinandergeben. Tief ein- und ausatmen. Ihr habt es geschafft, ganz fleißig. Wenn euch Übungen besonders gut gefallen haben, dann könnt ihr es ja wieder zurückspulen oder nach vorspulen, dass ihr es öfter wiederholen könnt. Wenn ihr Tipps für mich habt, welche Übungen euch besonders gut gefallen oder welche ich schon lange nicht mehr gemacht habe, die ich wieder machen soll, dann schreibt es mir ganz einfach. Ich baue das dann bei den nächsten Übungen ein. Jetzt ziehen wir das obere Knie zum rechten Ellbogen. Wir bauen noch mehr seitliche Dehnung auf. Wir ziehen uns noch mehr in die Länge. Tief ein- und ausatmen, der Blick ist immer noch links. Langsam wieder zurück. Knie an Knie und wir stellen beide Beine wieder auf. Wir sind jetzt wieder in der Mitte, Blick ist jetzt wieder Richtung Decke und jetzt lassen wir beide Beine auf die linke Seite fallen. Blick geht jetzt Richtung rechte Schulter. Tief ein- und ausatmen. Wir ziehen jetzt das rechte Knie Richtung linken Ellbogen. Tief ein- und ausatmen. Wieder zurück. Schön.
Knie zusammenlassen und langsam wieder Richtung Mitte zurückkommen. Wir holen uns beide Beine heran, greifen in die Kniekehle, kreisen unsere Wirbelsäule, unsere untere Wirbelsäule. Tief ein- und ausatmen. Dann lassen wir das rechte Bein in der Hand. Das linke strecken nach oben aus und mit Schwung kommen wir hoch. Wir strecken beide Beine aus. Ich hoffe, ihr könnt es mir gut sehen. Atmen ein und ziehen uns nach vorne. Zieht euch mal vor, macht euch lange. Beine sind so weit wie möglich gestreckt. Tief ein- und ausatmen. Langsam zurück. Tief ein und noch einmal nach vorne. Und zurück. Schulter zurück. Fingerspitzen schon nach vor. Und jetzt schieben wir noch einmal die Schulterblätter hinten noch ein Stückchen mehr zusammen. Beine sind gestreckt, die Zehen ziehen wir hier ran. Blick geht nach oben, schräg zur Decke, Schulterblätter hinten zusammenziehen, Bauch ist fest eingezogen, Rücken ist gerade und löse. Einatmen und nach vorne kommen. Tief ein- und ausatmen und langsam lösen. Wir stellen die Beine seitlich auf, kommen hoch. Finger kommen nach vorne, in die Bankstellung stellen wir uns jetzt noch kurz. Zehen in die Matte, Knie anheben und wir ziehen uns zurück. Und jetzt schauen wir, dass wir fest die Ferse in die Matte hineindrücken. Beine sind gestreckt, Arme sind gestreckt, tief ein- und ausatmen, Ferse Richtung Matte ziehen, Dehnung in der Wade. Und langsam Wirbel für Wirbel zurück. Fingerspitzen kommen Richtung Zehen. Wir kommen langsam hoch. Schultern zurück. Einatmen. Und Arme fallen lassen. Aus. Wir atmen ein. Und aus. Wieder einatmen. Und aus. Ein letztes Mal, Finger nach vorne, ausatmen und ich sage Dankeschön fürs Mitmachen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wie gesagt, wenn irgendwelche Übungen euch fehlen, schreibt es mir ganz einfach. Ich baue die dann bei den nächsten Übungen mit ein. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Baba!